Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2. Ich muss erstmal nochmal gucken, was wir machen wollten. Resonanzpunkt. Ich glaube, wir wollten ja eigentlich. Sind wir nicht. Wir sind in das Mark? Ja. Aber warum? Informationen. Im Mark gefangen. Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins, was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Und jetzt. Ja, das sagt mir was, aber ich dachte, wir wären immer noch auf der Suche nach Lilly. Das Markzugangstunnel, Tunnelzentrum. Ach so, das ist der Speicherpunkt, das. Hä? Da ja gar nichts gedrückt. Hä? Bestimmt gekommen, denke ich jetzt mal. Ich gehe einfach mal hier rein. Ich erinnere mich jetzt eigentlich nur noch daran, dass wir aus der hier, wo wir die Gasmaske auf hatten, wo das Gasleck war, da sind wir ja durch dann so einen Tunnel und dann hat man diese letzte Audiodatei gefunden. Datei. Zugangstunnel zentral. Nee, das sagt mir nichts. Wir wollen. Resonanzpunkte. Wollten wir hier hin zum Rathausviertel? Missionen. Ze Ach so. Haben wir keine? Hä? Verstehe ich nicht. Haben wir keine Mission mehr? Was hat er denn mit seiner Hand gemacht? Ah nee, okay. Genau, das meinte ich. Wir sind ja dann da rausgekommen, haben da diese Audiodatei gefunden. Und ach so, dann sind wir. Ja gut, dann sind wir halt hier lang. Bäm, die Tür auf. Und jetzt schön gegen den Laptop treten, damit es schneller geht. Computer. Ja, ansonsten haben wir noch nicht so richtig viel geklärt hier, ne? Wir haben zwei oder drei. Ich glaube, zwei Leute gefunden, Crewmitglieder. Hab ich hier irgendwas? Inventar? Wichtige Objekte. Tasche für Armbrustbolzen, ne? Das ist natürlich wichtig. Gibt es eigentlich auch eine Puppe von uns dann, also vom Sebastian? Ich wollte eigentlich wissen. Nee. Schnauze. Wo komme ich denn da hin? Ah ja. Wir haben 130 Waffenteile, grünes Gel. Ja, ach nö. Geh da mal ein andermal hin. Aus dem Team haben wir ja, glaube ich, ja, zwei gefunden. Den O'Neill, der lebt ja noch, und dann den Anführer, der lebt halt nicht mehr. Und ansonsten. Wir haben herausgefunden, dass Lilly verfolgt und wahrscheinlich entführt wurde. Und das war's bis jetzt. Und das hier mal wieder alles ziemliche Scheiße ist. Auch schon, wie das nicht einfach nur zuknallt, die Tür, sondern so ganz leise. Miep. Oh, hier. Na, jetzt nimm's. Danke. Waren wir vorher da drüben? Nee, ne? Wäre natürlich witzig. Aber es kommt mir zu klein vor, als dass wir da waren. Aber da auch nicht. Aber vielleicht ist das auch schon wieder alles kaputt gegangen.
Ja, wäre mal interessant, was dann hier passiert ist. Ich hoffe, das kriegt man noch raus. Rathaus. Ich muss den Kerl stoppen und Lilly retten. Genau. Und am besten hier noch die ganze Welt. Beziehungsweise... Vielleicht kämpft man ja dann irgendwann gegen Mobius selber, weil man sagen, die sind völlig durchgedreht. Das muss jetzt mal ein Ende haben. Auch eine Axt. Einfach so im Mülleimer. Hier ist gerade nicht so viel. Hätte ich mal nicht gesagt. Er ist es. Gleich wieder weg. Ja. Scheiße! Was zur Hölle ist das? Kapitel 5. Auf der Lauer. Das ist es. Das sieht aus... Ob ich bereit bin oder nicht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wie ein... Kamera, Iris. Oder ein Stargate. Kann auch sein. Tja, ich denke mal, der hat uns erwartet. Oder erwartet uns. So rum. Ich wollte aber noch mal hier drüben gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist sonst nichts weiter. Keine anderen Gegner, aber... Sieht nach einem Bosskampf aus oder so. Nehme ich auch. Was? Auch Gold. Achso, ne. Hier auf den... Ist das ein Pavillon? Keine Ahnung. Doch nicht so. Achso. Wieder so ein schöner Tag. Wieder so ein schöner Tag. Ach, ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal gefällt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Ich habe wirklich Glück, dass ich in Union lebe. Bin nie woanders gewesen. Will ich auch nicht. Ich will hier sterben. Ah, riechen Sie das? Wie im Frühling. Die Blumen, die hier gepflanzt wurden, sind wirklich wunderschön. Okay. Haben wir hier... Achso, das war der... Das... Der. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Na, aber es ist doch schön, wenn es nie zu kalt oder zu warm ist. Immer das perfekte... Die perfekte Temperatur. Wobei, kann auf Dauer auch langweilig werden. So, hier sind... Oh. Hier sind ein paar tot. Hier ist auch noch ein Soldat von Mobius. Mobius. Ja, warte nur, du Arschloch. Du Arschloch. Der Kerl, der Lilly entführt hat, das muss er vor dem Lagerhaus aufgenommen haben. Ich warte auf dich. Er scheint mich also zu erwarten. Drehen. Warum kann man das drehen? Hier ist hinten nie was drauf. Alles, als wir rausgegangen sind und er da so rumstand. Okay. Ja, falsch. Schon wieder ein Foto? Rathaus von Union. Oh, nö. Wir sind halt auch ziemlich schnell, ne? Ah, hier! Können wir das nicht irgendwie...
dir auch nicht so. Können wir die töten? Müssen wir die töten? Lad halt nach. Ich vielleicht vorher mal machen sollen. Das läuft immer weiter aus. So, muss ich jetzt. Oh. Hab ich jetzt ein Foto von mir gemacht? Hä? Aber... Ne, okay, jetzt ist Schluss. Ich dachte, es läuft immer weiter aus. Super. Kann noch einer sagen, was ich machen soll? Muss ich mich vielleicht verstecken? Und dann da reinrennen? Den nehme ich. Das... was auch immer das war. Moment mal. So. Bolzen wechseln. Genau, ich würde gerne den hier nehmen. Die sieht mich gerade nicht, okay. Den wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte. Ja, Schockbolzen. Da lacht sie. Hä? Okay, einfach nur genug in die Reihen. Ja, in die reinballern, das klingt komisch. Ach, 5000 G, ich habe mich schon gewundert, ja, 2000. Das ist aber auch eine Säge, die sie da rumschleppt. Tja, kriege ich jetzt eigentlich. Meine Bolzen nochmal? Nee, ne? Schade. Cool. Ich denke mal nicht, dass das das letzte war, das, was wir von der gesehen haben. Die wird bestimmt öfter kommen. Wie der Kettensägen-Typ aus dem ersten. Achso, das hätte man auch noch umtreten können. Um sie nochmal anzuzünden. Irgendwie konnte man das anders anzünden, ohne drauf zu schießen. Aber naja. Hier kommen wir bestimmt nicht ran. Nee. Ist wieder eine Falle. Das ist bestimmt wieder so ein... So ein Fotoding, wo man sie vielleicht auch wieder hätte ausbremsen können. Da frage ich mich, hat er das gemacht, damit wir ausgebremst werden oder damit wir gegen sie kämpfen? Ach, nee, hochklettern. Oder komme ich hier doch rein? Na klar. Warum hast du die so komisch zugemacht? Pistolenmunition, na gut. Na gut, hier, doch hier, hier liegt noch was. Pistolenmuni, Waffenteile. Ja.
Ja, ich lasse den erstmal, der weiß ich gar nicht, ob das hilfreich war. Der Elektrobolzen. Ey, ich habe kein Leben abgezogen bekommen. Ist er verrückt? Schrotmuni. Explosivbolzen. Ah, die hätten wir natürlich auch benutzen können. Ja, sei es drum. Wir haben es ja geschafft. Allerdings habe ich davon jetzt nicht mehr so viel Munition. Und die habe ich auch ein bisschen verplempert. Naja. Dann gehen wir doch mal rein, würde ich sagen. Gucken, was uns hier erwartet. Oh, der lebt noch. Hey, Kollege. Achso, okay. Alles okay. Harrison, richtig? Ich bin keiner von denen. Wer sind Sie? Keine Sorge. O'Neill schickt mich. Ich dachte, ich wäre der Letzte. Ich suche nach dem Kern. Wo ist er? Ist er hier? Erster Stock. Der Stabilisierungsemitter. Emitter? Vergessen Sie's. Ich will den Kern finden. Sie müssen den Emitter einschalten. Er stabilisiert die Umgebung. Ohne ihn bricht die Union komplett zusammen. Dann ist der Kern auch egal. Schalten Sie ihn ein. Das schwächt ihn. Schwächt? Sie meinen... Nehmen Sie das. Schalten Sie damit den Emitter ein. Harrison Kommunikator. Vor seinem Tod hat Miles Harrison dir diesen Kommunikator gegeben. Offenbar kann damit der Stabilisierungsemitter eingeschaltet werden. Und einfach ein totes Teammitglied. Hätte ich doch nur mehr erfahren können. Keine Sorge, Lily. Ich finde dich trotzdem. Ja, ein einfacher Anknopf ist da nicht dran. Finde und aktiviere den Stabilisierungsemitter im ersten Stock des Rathauses. Da frage ich mich, warum der Fotograf uns hier hinschickt. Wenn es ihn dann doch wahrscheinlich schwächt. Ob er denkt, dass wir keine Gefahr sind und mit uns spielt, oder ob er irgendwie andere Sachen plant. Und vielleicht ist er ja auch gar nicht der Oberbösewicht. Vielleicht will er ja hier raus. So wie Ruben damals. Oh, drei Wege schon wieder. Ich guck mal hier lang. Was gibt's hier? Eine Kamera. Und das war's. Mehr gibt's hier nicht. Aber die ist halt genau auf den Ausgang gerichtet. Das ist schon komisch. Das haben wir auch genug. Tja, irgendwie. Da ist auch wieder eine Kamera. Was ist denn los? Ist der O'Neill der Einzige, der bis jetzt am Leben ist? Und bleibt. Ist die Frage, wie lange noch? Ich glaube, drei fehlen noch, oder? Das trifft sich ja eigentlich ganz gut. Dann können wir ja hier mal kurz Dinge herstellen. Waffenverbesserung. Wenn. Ich würde ja am liebsten die Schrotflinte etwas weiter verbessern. Was haben wir hier? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, kritischen Schaden zu verursachen. Wenn du die Schwachstelle eines Gegners triffst, wie finde ich die denn raus? Ja, Dümmel. Und damit ist es schon wieder alle. Scheiße. Na, dann machen wir das noch. Und können wir irgendwas herstellen? Wollen wir irgendwas herstellen? Schrotmuni ist fast voll. Ist eigentlich auch fast voll. Harpunbolzen. Na komm, einen machen wir. So, und dann... Wofür brauche ich denn das hier? Dann haben wir ja eigentlich schon wieder alles. Dann speichere ich hier kurz. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hat er jetzt schon?
Ja, hat schon. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.